Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition, aber dumm. Heute kommen wir zu einem in der Hauptstory doch ziemlich interessanten Kapitel, nämlich der Kampf gegen Darkrai. Und da bin ich sehr gespannt, weil das, was Darkrai teilweise im Dialog von sich gegeben hat, hat schon im Original keiner überhaupt kapieren können. Und das noch in dieser Version. Das kann ja nur schön werden. Ist nicht so viel, da bin ich froh drum. Auf geht's. Hatten wir schon letzte Folge, der Titel ist genau das Gegenteil vom Original. Kapitel 14. Endlich Gnade. Aber dieser Gedanke traf mich auch. Beide vorherigen Experimente waren so einfach, dass überhaupt nichts wahr war. Der nächste Versuch im Wald der verlorenen Seelen erforderte eine Menge, was sie zu einem echten Kinderspiel machen würde. Ja, genau. Aber ich wusste, dass ich die nächste Erfahrung bis zum nächsten Tag aufgeben musste. Ich glaube, aufgeben ist dann nicht so sinnvoll. Die Sonne ging unter. Ich beschloss, die Nacht in der Tohaido-Station zu verbringen. Wenn andere irgendwo hinschauten, dann war es hier. Ja, also, warum bleibst du dann da? Wie erwartet, gab es in Treasure Town keinen Geist. Das ist ja auch schön. Oder möglicherweise schon vorher, aber ich war mir nicht sicher, ob diese Marktchancen, die überhaupt in der dunklen Welt waren, eine Seele hatten. Aber Pokémon waren bestimmt nicht da. Ich ging an ein anderes Lager und bevor ich ins Lager kam. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Niemanden, dem ich Generalslaven anvertraue. Also war das Lager nicht so ähnlich, wie ich es in all meinen Erfahrungen gesehen habe. Ich sah zum Himmel auf. Ein Genie aus einem Gras voller Herden kämpfte in den dunklen Wolken. Kann mir das bitte jemand erklären? Wir nähern uns dem Ende der Geschichte und ich bin dankbar. Es war fast so wie in der Nacht vor X. Der Vogel sagte mir erneut, dass ich trotz allem, was passiert war, stark sein musste. Ich muss kämpfen, damit Pokémon meiner Welt wieder ein volles Gesicht finden. Alter, der hat ein Gesicht! Zitat Slime PvP, lol. Ich war so überwältigt von dieser Erfahrung, von so vielen Pokémon, aber ich habe gelernt. Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde. Werde ich morgen scheitern? Würde ich Dark Power selbst in Betracht ziehen? Werde ich eine Gelegenheit sehen, Bulbasaur und meinen eigenen zu entkommen? Alles wird am kommenden Tage beantwortet. Alter, wieso verrutsche ich da? Das Ende dieser Erfahrung war schnell, ohne dass etwas endete. Also, da war das Ende, aber es hat dann nicht geendet. Da könnte man ja fast meinen, das war die Walross Edition 3. Ich sag nur, Fortsetzung folgt. Aber ich vergaß nicht nur die schmutzigen, kritischen Gedanken, die mir dabei einfielen, sondern auch an all die schönen Momente, die ich mit meinen ehemaligen Freunden hatte. Sie alle haben sich dann in schwierigen Zeiten mit mir angefreundet. Zu jeder Zeit, wie wir füreinander waren. Wir waren ein Team. Solange diese Gedanken mit meiner Hilfe auf meinen Kopf schossen, verschwand meine Theorie am nächsten Tag wirklich. Meine Freunde hatten noch Freunde. Du hast mich nicht verraten. Sie waren nicht sie selbst und ich werde zu ihnen zurückkehren. Ich würde nicht kämpfen und sie würden nicht kämpfen. Schön, die dunkle Macht wird aber kämpfen. Das wird also nicht so viel bringen. Ich werde ihnen helfen, wieder auf dem richtigen Weg zu bleiben. An alle, außer Nick Crossma. Sie hatten so viel hinzugefügt. Das war das Einzige, was er falsch gemacht hat. Während ich aß, dachte ich darüber nach, bis ich erkannte, dass ich eingeschlafen war. Neben der wichtigen Agenda war der Himmel blau, mit Regenwolken bedeckt und die Erde leer.
Das war ein großer Verlust für mich, weil ich meine Spuren nicht mehr gut verbergen konnte. Meine Freunde dachten immer noch, sie würden es sehr schwierig für mich finden, sie zu finden. Ich glaube, das will Florian gar nicht. Ich konnte sie ohne die dunkle Kraft nicht sehen. Sie sind unsichtbar, husten. Lol. Also beeilte ich mich, in den Wald zu gehen. In unserer Welt schien alles zur gleichen Zeit gleich zu sein. Es schien mir, dass er so unglaublich berühmt war. Ein Licht schien aus einer Höhle im Wald. Die Höhle, in der ich aufwachte, suchte nach Teilen von Seelen. Warum sucht eine Höhle nach Teilen von Seelen? Genau an diesem Ort. Deshalb habe ich die letzte Erfahrung in meiner dunklen Welt gemacht. Ich fiel in eine Höhle und der Schock meines Lebens kam. Warte eine Minute, hier ist es... Was? Ist es ein Witz? Welcher Idiot schreibt für so etwas wie eine Ziege? Der Google-Übersetzer ist eine Ziege. Darkrai, der mir gegenüberstand, schien von meinem Vergnügen nicht überrascht zu sein. In meiner Welt war alles so, jetzt sagen wir einfach vor langer Zeit, alles ein dummer Knebel. Wenn es eine gibt, wird sie akzeptiert. Ich beschloss, ihm speziell von ihm zu erzählen, wie er es wollte und wie es für mein Tablett war. Weil er hoffte, er würde mir leicht den Splitter geben und so Gerntas Seele zu dieser Zeit wiederbeleben. Was? Wer sind Giratina und Iveltal? Ich bin gekommen, um meine erste dunkle Kraft zu bekämpfen. Zuerst schien es wirklich so, als würde ich mich von dieser Lüge distanzieren. Ich bin ein starker Gegner davon, die Unwahrheit zu sein. Nee. So die also. Es wird sicherlich passieren. Und abgesehen vom Krieg besteht keine Notwendigkeit für einen Krieg. Also wenn man davon absieht, dass Krieg ist, muss man ja eigentlich gerade keinen Krieg führen. Du wirst nicht über den zweiten Test hinausgehen. Er baute eine Hütte in seiner Hand. Digga, der spielt Sims. Eine dunkle Wolke. Der letzte Befehl der dunklen Macht. Bisher konnte niemand die perfekte Lösung einsenden, was nicht seltsam ist, denn keiner kennt meine E-Mail-Adresse. Ich habe eine Geschäfts-E-Mail-Adresse in meiner Kanalbeschreibung, also. Die ist sehr toll. Ich war wirklich froh, dass ich mich von meinen Lügen fernhalten und die letzte Schlacht führen konnte. Aber Darkrai warf plötzlich einen Vorschlaghammer über den Torgilo, das google ich, wo das Feld von einer dunklen Macht umgeben war. Was zur Hölle ist ein Torgilo? Google Time! Yeah! Vor allem seltsame Geräusche Time. Torgilo. Ich finde da nichts außer ein Twitter-Profil. Ein Twitter-Profil ohne Posts. Oha. Da ist ein Deutscher vorgeschlagen. Der großartige Gildenmeister mit dem Hunger auf perfekte Äpfel, .3. Das ist doch schön. Mystery Dungeon Appreciation. Das war Wort für Wort, das ich sagen wollte. Ich bin nicht dumm. Da eigentlich ja, aber in der Geschichte... Ich weiß nicht, wie du es getan hast, aber ich fühle zwei Gefühle. Du bist die auserwählte Person, ob ich bei mir bin oder nicht. Wenn nicht, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber dies ist, wenn sie gezwungen sind, für ihr Ziel zu kämpfen, anders als hinter den Kulissen, wenn die spirituelle Seele. Blut floss in meinen Adern. Ja? Alles andere wäre tatsächlich relativ ungesund. What the fuck? So, und jetzt kommt Darkrais große Rede gleich.
Wow, du weißt, dass er ein bisschen ein Günthergeist war? Warum hast du ihn in Ruhe gelassen, damit ich ihn regelmäßig bei mir lassen kann? Oh, Floink, du wirst nicht von dieser Welt gerettet werden. Stimmt eigentlich, finde ich sogar einen ganz passenden Satz. Die Welt wird nicht die Einwohner retten. Die Einwohner müssen die Welt retten. Genauso ist es auch hier bei uns auf der Erde. Und in der Walross-Edition. Alles Leben, diese Welt, ist ein tolles Spiel. Sie denken, sie machen kleinere Dinge, aber miteinander tun sie Dinge, die von Anfang an akzeptabel sind. Nur in wenigen Punkten haben wir Pokémon die Fähigkeit, einen Einfluss auf das Spiel zu haben. Beenden sie das Spiel und verlängern sie so ihre Existenz als Jäger. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie das Spiel aufgrund ihrer besonderen Existenz spielen, verlängern sie die Täuschung. Und dann gibt es solche wie mich, die die Welt als einzige verstehen. Wir besitzen dieses Spiel nicht. Wir arbeiten, und wenn ich zu dieser Zeit gegen sie gekämpft hätte und sie mich nicht zurückgegeben hätten, ohne es zu ergänzen, wäre das Spiel aufgrund ihrer trügerischen Situation rechtzeitig zu Ende gegangen und meine Freude wäre fast dieselbe gewesen. Du hast 2/3 der Macht der Dunkelheit. Jetzt kann ich Teil meines eigenen großen Spiels sein. Bei ihm ist die Farbe interessant. Am Ende geht das Leben auf alle zurück. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, das Spiel fortzusetzen. Ich werde es nicht wie die dunkle Kraft enden lassen. Ich werde nicht wie du sein. Ich werde die Art ändern, wie ich will. Es ist Zeit für eine Vorreiterrolle, eine neue Innovation und eine neue innovative Aktionsplattform. Das klingt schon wieder, als wäre Darkrai so ein scheiß Verkäufer, der gerade für irgendeine neue Social-Media-Seite werben will. Dieser Satz könnte 1:1 Sura-Alman-Werbung sein. Es ist Zeit für eine Vorreiterrolle, eine neue Innovation und eine neue innovative Aktionsplattform. Wenn ich es zulasse, kannst du nicht gegen die dunklen Kräfte kämpfen und das Spiel endet, obwohl ich es mir nicht leisten kann. Als solches ist das Spiel jetzt so aufgebaut. Es gibt 3 Parteien. Wenn sie beide Parteien zerstören, gewinnen sie. Wenn eine der anderen Parteien sie nervt, gewinnen sie. Was? Ich glaube, das wäre kein so schweres Spiel. Diese Tatsache muss berücksichtigt werden. Was Darkrai ihnen anstelle dieses Pokémon erzählt, ändert nichts an meiner Sicht auf die Welt. Darkrai war für mich keineswegs überraschend, aber zu diesem Zeitpunkt wurde mir bestätigt, er ist ein Mensch. Nein, er ist nicht Günther, auch wenn Olaf das in Walross Edition 1 aus irgendeinem Grund zwischendurch dann am Ende mal gedacht hat. Da fuck. Er hat so eine entfernte Sicht auf die Welt, dass er glaubt, er kann tun, was er will und niemand kann ihn aufhalten, weil er der Einzige ist, der weiß, wie unsere Welt funktioniert. Das ist eine kurze Zusammenfassung von Darkrai, aber was genau hinter dem Charakter steckt? Ihr erfahrt in der Walross Edition 4 etwas mehr. Und die beginnt in unter einem Monat. Aber an diesem Punkt sehen wir, was die Macht der Wahl ohne zu zögern für sie tun kann. Nach vielen Begegnungen, nach vielen Zwischenfällen, war er umzingelt und umzingelt. Der Kampf gegen einen der Besten seit langem. Ich bin wieder verrutscht. Der Pokémon jetzt leicht täuscht. Derjenige, der lange Zeit von Günther weg war. Und das war der Grund für diese ganze Erfahrung. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, wenn ich auf diese Weise Darkrai sehen könnte, ist verrückt. Ich erinnerte mich, wie Giratina mir erzählte, dass Darkrai nur stärker war als er. Es bedeutete auch, dass die Macht dieses Mordes trotz seiner Schwierigkeiten beispiellos war. Zeigen Sie mir jetzt genau, was Sie tun können. Wählen Sie eine. Darkrai kämpfte, als sie sagte. Verrückt. Ich wusste nicht, ob hinter seinem Kampfstil eine Taktik steckt. Es sieht so aus, als würde es einfach... als ob es einfach sein wird, alles zu finden, was da draußen ist, egal wo es ist. Aber eine solche Art der Kriegsführung machte die Krieger harmonischer und unauffälliger als die Bomber. Plötzlich gab es einen schweren Sturm. Auserwählt, mir ist heiß, mir auch. Bin ich bereit für dein persönliches Spiel? Das musst du doch wissen. Er nahm seine Angriffe wieder auf, diesmal vollständig und in keiner Weise geschwächt.
Er verwendete Technologie, die Pokémon nicht angriff. Mit der Zeit konnte ich seine Reise sehen. Wenn er meinen Ersatz in die Hände bekommen hätte, hätte ich in wenigen Minuten eine Vielzahl von Laserstrahlen fallen lassen müssen. Einige von Darkrais Technologien erschienen mir so unangenehm, dass ich erneut vermutete, dass seine Worte wirklich nur Rauch und Spiegel waren. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass Darkrai wirklich nach Kräften griff, die für Pokémon nur Mythen waren. Dieser altbekannte Kampfstil von Darkrai. Seine Technologien wurden mit der Zeit schlechter, als er anfing, Tauben an die Wände zu bauen. Was? War ich zunächst überrascht, als er bestätigte, dass ich mit einem Einhandplaneten bei ihnen war, ohne neben mir bleiben zu müssen. Also warf ich sie auf sie. Andererseits waren die Schichten, die er vom Boden zurücknahm, nicht nur sehr schwach, sondern im Gegensatz zu Bulbasaurs Tod vergaß ich. Ich hatte noch nie gegen so einen starken Gegner gekämpft und musste Darkrai wirklich zustimmen. In meinem Fall, wo ich zu der Zeit im Wald war, beschloss er innerhalb von Sekunden zu kämpfen. Aber trotz seiner Überreste von Lasern und Munition aus der reinen Geschichte, von allen Seiten konnte ich mich dagegen wehren. Aber er war einerseits voll dabei, meine Angriffe zu neutralisieren, ohne mich auf Turtok zu verlangsamen. Aber als er anfing zu schwächeln, sah ich meine Chance und entdeckte die wahre Schwäche von Darkrai, seine Verteidigung. Er hat gerade diesen Treffer genommen, um die Verletzten am Boden zu verletzen. Na? So, und das war's auch mit Darkrais großer Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition. Aber dumm. Ich hatte eine Sache. Ah ja, der Google-Übersetzer ist eine Ziege, darauf wird es letztendlich hinauslaufen. Ich finde, Darkrais Dialog war gar nicht so viel unverständlicher tatsächlich als im Original. Was aber unter anderem daran liegt, dass den keiner außer mir versteht. Irgendwann werdet ihr es verstehen. Ihr werdet auch wissen, ist Darkrai größenwahnsinnig? Weiß er irgendetwas, das andere nicht wissen? Vielleicht irgendwas ganz anderes? Vielleicht spielt er eigentlich auch nur Monopoly mit irgendwem. Warte, was? Ich werde schon wieder dämlich. Ich sollte aufhören. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 2. Aber dumm wieder. Lasst ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.